Ist bei Ihnen auch der sogenannte Fach- und Führungskräftemangel angekommen? Also ich spüre in meinen Mandaten schon Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden. Aber ich finde, es gibt weniger einen Mangel an Fach- und Führungskräften. Es gibt vielmehr oft einen Mangel an Bewerbern, die in einem ganz bestimmten Unternehmen arbeiten wollen. Und das hat meiner Beobachtung nach zwei Gründe. Oft schlechtes Management und ein schlechtes Firmenimage. Bevor ich mich mit dem Rekrutierungsthema für neue Mitarbeiter beschäftige, versuche ich persönlich immer erstmal diejenigen, die da sind und die gut sind, zu halten bzw. auch mal zurückzugewinnen. Im letzten Mandat hatten wir aufgrund schlechten Management und daraus resultierendem schlechten Firmenimage damit zu kämpfen, dass uns 20% der Belegschaft verlassen hatten oder verlassen wollten. Es ist mir dann tatsächlich gelungen, 50% davon von ihren Kündigungen abzubringen, beziehungsweise sogar welche, die das Unternehmen verlassen hatten, wieder zurückzuholen. Warum? Nicht, weil ich jetzt übers Wasser laufen kann und Wunder vollbringen kann, aber typische Fehler, die zur Abwanderung oder zur inneren Kündigung führen und die ich regelmäßig beobachte, sind zum einen mal mangelhafte sich kümmern ums Personal. Ja, da wird sich nicht drum gekümmert, da wird nicht gesprochen, da wird das Personal einfach alleine gelassen. Versprechungen werden gemacht, die werden nicht eingehalten. Ob es um Beförderungen geht, ob es um Schulungen geht, ob es um Job Enlargement geht, was auch immer. Man redet viel und tut nichts. Und das ist natürlich tödlich, das will keiner von uns. Ein anderer typischer Fehler ist Mikromanagement. Ja. Keiner von uns ist fehlerfrei. Jeder von uns hat Fehler gemacht und dadurch gelernt. Es gibt aber viele Manager, die schaffen es nicht, eine fehlerverzeihende Kultur zu ertragen, sondern springen rein und machen dann alles selber. Und nichts ist natürlich demotivierender, als wenn man guten Leuten keinen Freiraum gibt und mikromanagt. Ja. Und last but not least, Bezahlung ist wichtig. Ja. Genauso wenig wie ein guter Manager unter seinem Marktwert arbeiten möchte, tut es ein guter Mitarbeiter. Einer meiner Kunden hatte das große Glück, wirklich hervorragendes Personal zu haben und das zu Gehältern, die zumindest für das Unternehmen sehr vorteilhaft waren. Natürlich sind dann früher oder später viele dieser guten Mitarbeiter, die ihren Marktwert auch kennen heutzutage, zu ihm gekommen und haben den Geschäftsführer um eine Gehaltserhöhung gebeten. Der Mann hat dann wegen ein paar hundert Euro sparen wollen und hat diesen Wünschen nicht entsprochen. Ich habe da sehr dagegen empfohlen, weil es ist nachgewiesen, dass heute eine Kündigung und eine Neubesetzung der Unternehmen zwischen 40.000 und über 100.000 Euro kosten kann. Warum? Weil ja erstens mal, ich habe Rekrutierungskosten. Ja, egal, ob ich im Internet inseriere oder in teurere Zeitungsanzeigen oder ob ich einen Personalberater einschalte, rekrutieren ist teuer. Zweitens, neue Einstellungen sind immer teurer als existierende. Das ist ganz einfach so. Leute, die sich heute bewerben, die verlangen zeitgemäße und aktuelle Gehälter. Jemand, der länger im Unternehmen ist, macht zwar auch, wenn alles gut geht, seine Gehaltsentwicklungen mit, aber eben nicht in dem Maße, wie sie zum Tragen kommen, wenn sie jemanden neu einstellen. Ausfälle und gegebenenfalls Überbrückungslösungen wie Zeitarbeiter oder Interimsmanager sind ebenfalls teuer. Dazu kommen die Einarbeitungskosten, weil sie haben Einarbeitungskosten, während der neue Mitarbeiter noch nicht voll effizient läuft. Ja. Plus sie haben immer ein Risiko oder vielmehr zwei Risiken, nämlich das eine Risiko, dass der abgegangene Mitarbeiter Geschäftsbeziehungen zu Kunden oder Lieferanten mitnimmt. Ja, das kommt häufiger vor, als man das denkt. Und das zweite Risiko ist immer, es ist ein 50-50-Risiko, ob es mit dem neu eingestellten
genauso gut oder sogar besser klappt als mit dem alten oder vielleicht gar nicht oder schlechter. Also machen Sie es bitte nicht. Sparen Sie hier nicht am falschen Ende. Ja? Investieren Sie in gutes Personal. Genauso wie Sie nicht unter Wert arbeiten wollen, tun das auch Ihre guten Mitarbeiter nicht. Und schon gar nicht Bewerber heutzutage, die den Markt kennen und die ihren Wert kennen. Eine andere Kundin von mir aus dem Mittelstand hatte die Eigenschaft, sie wollte gar nichts mit Personal zu tun haben. Sie war eine hervorragende Fachkraft in ihrer Branche, in ihrer Firma, aber keine gute Menschenführerin. Jetzt ist nicht jeder der geborene Führungskraft, aber das kann man lernen, aber man muss sich zumindest darum bemühen und darum kümmern. Wenn man der Inhaber ist, wenn man der Geschäftsführer ist, dann ist man, ob man es will oder nicht, natürlich auch der Chef und die Führungskraft. Man kann alles delegieren, aber nicht seine Vorbildfunktion und seine Führungsfunktion. Wenn man alles delegiert, nichts damit zu tun haben will und dann noch zu viel erwartet, nach dem Motto, wer bei mir anfängt, der muss von Tag 1 alles können, weil mit der Einarbeitung, da will ich nichts zu tun haben, das funktioniert nicht. Ja? Auch eine schlechte Behandlung funktioniert nicht. Ja? Wir sind nicht mehr in den 50er Jahren, wo ein Chef rumbrüllen oder schimpfen kann. Das funktioniert nicht, das lässt sich heute niemand mehr gefallen und ist auch einfach ein ganz beschissenes Beispiel. Ja? Das geht einfach überhaupt nicht. Ja? Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man sich entsprechend keinen guten Ruf aufbaut und auch gute Mitarbeiter bereits am dritten Tag der Einarbeitung schon wieder das Handtuch werfen. Ja. Warum ist das überhaupt so? Naja, früher, zu meiner Zeit, da war eine Bewerbung eine aufwendige Sache. Ja, man hat individuelle Bewerbungen geschrieben, mit der Schreibmaschine noch. Man hat kopiert, man hat physische Bewerbungsmappen zusammengestellt, man hat einen Brief zur Post getragen und hingeschickt, und das hat dazu geführt, dass man sehr selektiv vorgegangen ist. Man hat die Zeitungen studiert und man hat sich wirklich nur da beworben, wo man hohe Chancen sich ausgerechnet hatte, weil dann der Aufwand auch gerechtfertigt war. Das ist heute natürlich anders. Ich kann im elektronischen Zeitalter mit Copy und Paste und im Zeitalter, wo man eigentlich nur noch ein CV verschickt, in no time zig Bewerbungen verschicken. Und das führt natürlich auf der Seite der Arbeitgeber oder der Recruiter dazu, dass sie überhäuft werden mit Bewerbungen. Die kann man mitunter gar nicht alle sichten. Ja? Meistens sichtet man vielleicht die ersten 20 und bleibt dann nach 3-4 Bewerbern bereits hängen, die man die andere Auswahl nimmt. Die Krux dabei ist, dass sich dann kaum noch jemand die Zeit nimmt, eine höfliche Absage zu formulieren und überhaupt ein Feedback zu geben. Aber das ist wichtig, weil natürlich solche Höflichkeiten im zwischenmenschlichen Bereich auch das Bild eines Unternehmens prägen und mit Recht von einem Bewerber erwartet werden. Die Tatsache, dass Sie keine Zeit haben als Arbeitgeber oder schlecht organisiert sind, bedeutet ja nicht, dass der Bewerber plötzlich keinen Anspruch mehr hat auf eine höfliche Antwort. Ich sehe das so, wenn wir beide am Tisch sitzen und Sie stellen mir eine Frage und ich ignoriere Sie einfach, dann ist das sehr unhöflich. Aber genauso ist es, ja, wenn ich Ihnen einen Brief schreibe oder eine E-Mail oder eine Bewerbung und bekomme keine Antwort, dann ist das ebenso unhöflich. Und Unhöflichkeit im zwischenmenschlichen Bereich funktioniert schon mal gar nicht. Und im Geschäftsleben ist es eigentlich noch viel schlimmer, weil sich dort ein Ruf auch unter Bewerbern herumspricht. Ja. Das muss gar nicht mal so offensichtlich sein wie auf Kununu oder anderen Plattformen, in denen man Unternehmen bewerten kann. Wir leben im Informationszeitalter, Menschen sind vernetzt und es wird geredet und ein Ruf, der setzt sich einfach fort. Das ist aber gerade der Grund, warum es zum Beispiel Personaldienstleister gibt, die ihnen solche Aufgaben abnehmen, nämlich das Inserieren, ja, das Annehmen, das Sichten von CVs, das Vorsortieren, das Führen der Erstgespräche und das Absagen. Sparen Sie auch da bitte nicht am falschen Ende. Es gibt eine sehr große Bandbreite von Honorarvorstellungen auf Seiten der Personaldienstleister. Man muss aber auch hier nicht ein Vermögen ausgeben, um vernünftige Leistungen zu bekommen. Ja? Sie können das Chefsein nicht delegieren und Sie können nicht die Vorstellungsgespräche und die Einstellungsgespräche delegieren, aber was Sie delegieren können, sind eben die Dienstleistungen,
außen herum, das davor und das nach. Dafür kann man sich zum Beispiel projektbezogen Interimsmanager reinholen. Es gibt viele Kollegen, die auf das Thema HR und Recruitment spezialisiert sind, die man durch einen gewissen Zeitraum dafür bezahlt. Man kann das Ganze auslagern an externe Dienstleister, die man entweder über einen Retainer oder projektbezogen bezahlt. Oder man kann auch selber sich jemanden holen als Recruiter, dem man die Vorgaben gibt und der in-house diese ganzen Sachen leistet und die Chefitäten entsprechend entlastet. Das muss man einfach mal durchrechnen. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle gerne auch anbieten, auf mein hinweisen auf mein kostenloses E-Book 10 Tipps gegen Personalnotstand. Den Download-Link finden Sie hier in der Einblendung. Vielleicht finden Sie das interessant und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Bewerbungsdrive, bei Ihrem Recruitment-Prozess und vor allen Dingen darin, gutes Personal, das so schwierig ist, heutzutage zu finden, zu behalten und zu motivieren. Thank you.